Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit der Juggler's Tale und wir sind ja gerade auf der Flucht. Unsere Schnüre haben wir verloren. Genau. Wie wir beim letzten Mal gesehen haben, wir genau hier aufgehört. Kamen die Piraten. Wir müssen zurück, glaube ich, denn vorbei an denen kommen wir nicht. Also können wir nur hier abwarten. Dass wir hier vielleicht warten, bis wir da... Soll da rüberkommen irgendwie? Oh, jetzt rüber. Oh, schnell rüber. Wäre natürlich geil, wenn das Ding jetzt immer weiter... Oh, die sind, bleiben hier drin? Yes. Heieiei. Habe ich auch nicht gerechnet, aber... Das können wir wieder zurück in die Richtung nehmen, oder? Wenn er sich aufhört. Jetzt, schnell rüber. Nein! Es ist nur ein kleines, erbärmliches Mädchen. Haha. Der Erzähler mag uns nicht. Weg mit euch! Und ihr? Glaubt ihr immer noch an sie? Auf jeden Fall. An dieses kleine, einfältige Ding? Definitely. So. Ja. Ach, meine Welt hat mehr zu bieten als einen Orkan und ein paar Banditen. Das wirst du bald erfahren. Nur weiter. Immer weiter. Wir werden schon sehen, wie weit du noch kommst. Na, werden wir sehen. So, raus hier. Ups, und weiter geht's. Siehst du diese Ruinen? Still liegen sie brach. Ein altes Volk erlebte hier die größte Schmach. Na. Noch lange vor deiner Zeit haben sie aufbegehrt. Unzufrieden kannten sie nicht ihren wahren Wert. Sie lehnten sich auf. Frustriert von ihrem Platz in der Welt. Guck mal an, das eiserne Schwert. Nun bleibt nichts als ihre Geschichte, die man sich erzählt. Ein riesiges Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Doch ob es mir nicht einfach nur als Ablenkung dient? Wie bitte? Ob bloß nicht nachlässig werden kann. Oder oben kommt er. Tonga. Tonga. Schnell, lauf mir. Ah, shit. Da habe ich mich, das war doof. Da habe ich ein bisschen Zeit verloren. Das schaffen wir nicht mehr. Ah! Hat er dich endlich gefasst? Okay. Das war schlecht. Das war der Sprung. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich hätte, ein bisschen später abspringen sollen. Dann wären wir da, glaube ich, locker rübergekommen. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal anhören. Schwert steckt im Fels, alt und weit berühmt. Okay, ich dachte, ich kann überspringen. Kann ich nicht. Nicht einfach nur als Ablenkung. Da oben ist Tonga. Bloß nicht nachlässig werden, kleine Abby. Wir müssen uns beeilen. Komm schon. Tonga rastet ebenso wenig wie du. Lauf. Besser. Ja, das war ein guter Sprung. Dann können wir, glaube ich, mich auch da hoch, ohne dass uns gleich schnappen kann. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tonga dich einholt. Sei doch so nett. Und mach es nicht schwierig. Oh. Wie gefällt. Lauf! Na, er muss ja rüberklettern. Denn wir haben ja keine Schnüre. Wir können auch unter durchklettern. Oh. Oh, hier kann ich weiter. Haha. Dämlicher Affe. So. Er kann hier nicht weiter. Das können wir hier an den Schaltern machen. Oder? Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Na, werde ich mal aufspießen hier mit dem Ding. Abby! Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Ich kann damit bestimmt seine Seile durchhacken, kann das sein? Das könnte natürlich sein. So, warte mal. Was machst du denn so? Okay, ich habe eine Idee. Nee, lass mal. Ich habe eine Idee. Wir legen das Ding jetzt da oben drauf. Pass auf.
Können wir das da rüberlegen irgendwie? Oder? Können wir jetzt da rüber gehen? Guck mal. Fangen wir lieber ganz hinten an. Halt! Nein! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Okay, jetzt liegt sie da oben. Da hochgehen können wir ja nicht. Ich kann den aber auch nicht mehr hochheben, ne? Da kann ich nicht hingehen, da schnappt er mich ja. Ah, guck mal, hier. Okay. Was bringt mir das denn überhaupt, fällt mir rein? Man muss irgendwas anderes machen, glaube ich. Huch. Mal. Also irgendwas muss ja anders gemacht werden, warte mal. Ah! Dumm, ich dachte, ich könnte rausspringen auf das Ding. Machen wir gleich nochmal. Oder warte mal, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt hier raus renne, rennt er in die Richtung? Ah, da bist du. Am Ende. Okay. Bin ich immer. Okay, das war dumm. Vielleicht muss man ihn trotzdem runterspringen lassen und dann wieder zurückrennen, wahrscheinlich. Ich dachte, vielleicht muss man in eine andere Richtung laufen, aber das muss man anscheinend gar nicht. Okay. Gut, das machen wir nochmal. Ein bisschen mit hier noch. So. Dann schieben wir das Ding hier zurück. Abby! Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Ah, warte mal ab, du kleiner Geschichtenerzähler. Wir haben schon eine Idee. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Oh nein! Was machst du denn so lange? Wie dumm war das denn? Tondas Griff schließt sich so fest. Das war ja dumm. Okay, das war dumm, das gebe ich zu. Das war wirklich dumm von mir. Ja, ja. Okay. Nochmal die ganze Chose. Warum benzeln die Baumeln denn so? So. Einlegen. Eine echte Heldin würde sich nicht einfach verstecken. Ach, halt's Maul. So. Oh ne, warte, das ein bisschen weiter müssen wir rüberschieben. Sonst können wir es da drüben gar nicht greifen. Ja, Abby, jetzt war. Abby, wie soll das weitergehen? So geht doch keine Geschichte. Jetzt bist du dran. Lass uns mal anrufen. Was machst du denn so lange da drin? So, jetzt einmal rum. Und dann ziehen wir ihn hoch. Halt! Nein! Was hast du da getan? Was hast du getan? Das wirst du noch bereuen! Schluss jetzt mit dem Unsinn. Komm raus, du kleine Nervensäge. Das Band kann ich nicht festhalten. Und dieses Ding kann ich auch nicht mehr nehmen. Ah, da bist du. Da bin ich ja. Aber jetzt? Ja, gucken wir mal. Ob der da jetzt nicht hochkommt nochmal. Ah, guck mal, da kommen wir hoch. Perfekt. Ach, kommt der her, so ein Scheiß. Oh, ärgerlich, Tondan. Okay, er kann darüber, das ist natürlich blöd für uns. Okay, müssen wir ihn noch mal. Bitte
Bist du das Versteckspiel nicht langsam leid? Nee, ich find's ganz gut so gerade. Schau mal, ich kann auch ungerecht spielen. Okay, ich weiß schon, was passieren muss, aber ich muss ihn erstmal wieder hier hinlocken. So, wieder hier hin. Und wieder hier hinlocken. Ich hab satt. Jetzt zeig dich endlich. Bist du jetzt unter die Holzfäller gegangen? Das wird dir auch nicht helfen. Na, warte mal ab, was das gleich bringt. Ich weiß es auch noch nicht. Schluss mit dem feigen Versteckspiel. Naja, ich glaube, er kann irgendwann, kippt er diesen Baum um wahrscheinlich, ne? So sieht's auf jeden Fall aus. Hm. Nein, 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 nein! Krieg ich da rüber irgendwie? Was kann ich machen? Ist die Frage, was ich jetzt machen soll hier, ne? Nicht längs. Okay. Ah, warte, ich habe eine Idee. Nee, kann ich nicht. Ich könnte irgendwelche Steine runterwerfen. Kann ich nicht. Was könnte ich jetzt noch hier machen wollen? Ob ich hier zurücklaufen soll, weiß ich gar nicht. Aber er liegt ja unter diesem Baum. Also ich kann hier ganz hoch kommen, aber es bringt mir nichts, ne? Kann ich auch nichts machen, okay. Also hier soll ich, glaube ich, nicht hin. Zurück kann ich auch nicht. Hier geht es nicht mehr, was hochgeht. Also muss ich doch da unten längs, okay. Ich kann auch nichts machen an ihm. Ich kann ihn auch nicht festhalten und nichts. Ich könnte es an seinem Fuß festhalten oder irgendwas, aber... Ah, da, guck mal. Welche Richtung? Will ich in diese Richtung ziehen? Scher dich weg! Scher dich weg! Ah, warte mal. Ich kann dieses Bänder abmachen. Weg von ihm, du! Weg! Nein! Du bist tot, tot, tot! Er kriegt dich! Jetzt ist es aus mit dir! Wo ist er denn? Da oben. Was soll ich jetzt machen sollen? Wir laufen jetzt einfach mal. Kommt wahrscheinlich hinterher jetzt. Oh. Boah. Was passiert hier? Da hängt er und baumelt. Er kommt auch mal weiter runter, genau wie ich. Okay. Aber was ist denn, wenn er los ist? Was kann er denn machen mit mir? Du kannst dich nicht verstecken. Tonda lechzt nach Nein. Oh, Mist. Ich dachte, ich könnte über den Rüher springen, aber das kann ich gar nicht, okay? Müssen wir irgendwie anders lösen, das Problemchen. Tonga. Die sind ja Benzel, können wir die irgendwie lösen? Da drüben auch. Na, warte mal. Du kannst dich nicht verstecken. Guck mal. Du kannst dich nicht verstecken. Ah, okay, warte mal. Da weiß ich, was wir machen können.
Hey, komme ich da nicht mehr hoch? Nee, komme ich nicht mehr. Tonda lechzt nach Rache. Okay. Gleich spürst du Tondas vollen Zorn. Ah, guck mal. Verdammt! Nein. Können wir noch ein paar Bänzel abmachen, oder? Bleib weg! Wag es nicht, du Wurm. Wag! Ah! Nein! Oh nein! Shit, ich dachte, ich könnte jetzt darüber rennen schnell. Ah Mann, ich dachte, man könnte darüber laufen, wenn man ihn einmal jetzt dagegen hat ballern lassen. Das klappte nicht. Okay. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Das kann man nicht. Ich kann nicht über ihn rüberspringen. Warum denn nicht? Kann ich ihn denn dazu bekommen, dass er mich nicht fängt? Das ist Try and Error gerade. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Dann komm sofort runter. Tonda lechzt nach Rache. Wenn ich jetzt hier springe, sterbe ich bestimmt, ne? Spürst du Tondas voll Arm. Ja, das klappt nicht. Ich muss kurz überlegen, was man da machen kann. Da war noch so ein Ast da oben. Kann man den Ast benutzen, der da oben hängt? Oder ist? Da seht ihr, da unten ist noch so ein Ast noch, ne? Wo die Steine weg sind. Können wir da jetzt ja noch irgendwas machen. Du kannst dich nicht verstecken. Ah, okay. Ah, ich kann die Ziegelsteine nehmen und ihn bewerfen wahrscheinlich. Okay, gut. Machen wir das. Aber der ist schnell, ne? Der Typ ist schnell. Soll ich da aufpassen? Okay. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken. Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Oh! Schuld. Du hast mich gezwungen. Alter. Du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken! Auf der anderen Seite gibt's auch keinen Ausweg. Du sitzt ah, guck mal. Falle. Toll, du hast es auf die andere Seite geschafft. Doch überall blüht dir der Tod. Na warte, wir testen noch mal was. Nein! Nein! Ja, doch. Schwing mal ein bisschen. Runter! Runter! Aufhören! Ah, guck mal! Nein! Kletter nach oben! Nein. Kletter nach Nein. oben! Das kann wieso klettert das Ding nicht, kleine Mädel, nicht nach oben? Oh, brauche ich gar nicht, okay. Also das war's mit Tonda, würde ich sagen. Mann, oh Mann. Das war der Akt 4, würde ich sagen. Yes, Akt 4. Akt 5, die Heimkehr.
Ah, ich kann aufstehen, okay. In die Richtung? Ne, in die Richtung. Na, der Ton macht ein paar Sätze hier. Wie ihr es auch hören könnt bei der Musik. Hört man so ein bisschen. Oh, leicht störend mit dem Ton. Hui, hui. Oh, das stört wirklich total, finde ich. Nur so nebenbei. Was erzählst du, Direktor? Ach, guck mal. Können wir komplett befreien? Machen wir mal. Wird uns vielleicht dankbar für sein. Den Bären werden wir auch befreien. Bitte, bitte. Habe ich dir gern gemacht. Los. Und kippen das Ding. Okay, wir müssen noch irgendwie den befreien. Er zeigt uns ja nach links den Weg. Da muss ja irgendwas geben, was wir dafür nutzen können. Ah, okay. Vielleicht darauf? Bei irgendwas wird uns helfen, aber was ist die Frage, ne? Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich ein paar Leute befreien hier. Er muss die anderen befreien. Ich kann die nicht befreien. Ich kann nur die Beine befreien, aber irgendwie die Arme kommen hier gar nicht ran. Das macht er, glaube ich, jetzt auch, oder? Ah, guck mal, die sind schon frei, okay. Ach, die fallen jetzt so nach und nach runter alle. Ich gucke mal, ob hier noch mehr ist. Oder ob es hier gar nicht weitergeht. Ne, hier ist zu Ende. Okay, dann zurück. Ich glaube, mit denen können wir auf jeden Fall den Bären befreien. Kommt, lauft mit uns. Yay, Schweinebacke. Pinkel da hin. Ja, ne? Los geht's. Alle Mann ran. Wir heben diesen blöden Käfig hoch. Ah, guck mal, da reißen wir gleich die. Jetzt frisst er uns. Und die Geschichte ist vorbei. Nein. Das wäre absurd. Jetzt ist es Marsha und der Bär. Ah, kann ich raufklettern? Jetzt kann ich die Bären? Okay. Dann reiten wir mit den Bären weg. Warum auch nicht? Kann ich da hoch? Springen kann ich nicht mit ihm. Okay, dann laufen wir in diese Richtung nochmal. Was die falsche Richtung waren. Ah, wieder schneller.
Hallo, ja, wir laufen mal an euch vorbei. Ach guck mal, das kann er sogar, okay. Jetzt die Leiter kann er auch hoch, oder was? Na, geht da hoch, okay. Ja. Kleines Bärli. So. Sieht aber elegant aus, wie der läuft, finde ich. Ah, der Bär kann das. Schade, dass der Erzähler weg ist. Alle haben keine Seile mehr. Wir haben sie alle befreit. Oder beziehungsweise haben sie sich gegenseitig befreit. So. Und das war meine Geschichte, oder wie? Anscheinend. Die Geschichte von Abby und dem Bären. Applaus, Applaus, Applaus. Dominik Schön war dabei, okay. Nee, aber ein schönes kleines Spiel, so viel zwischendurch. Man muss jetzt sagen, dass die Rätsel jetzt nicht wirklich schwierig waren. 14,90 € kostet das Ganze. Liegt mir schwer im Magen, da die Spielzeit wirklich sehr, sehr kurz war. Klar, für ein Indie-Spiel 14,90 € ist günstig, aber wenn ich überlege, dass diese Spielzeit jetzt knapp 1,5-2 Stunden sind, das ist schon ein bisschen wenig, oder? 5 Euro pro halbe Stunde? Ich weiß nicht. Also dafür fand ich es fast schon zu viel Geld. Aber trotzdem ganz nett. Könnte mir vorstellen, dass das Ding in irgendeiner Masterarbeit programmiert wurde oder so. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und auch ein Hallo und ein Moin und ein Kommentar. Würde mich freuen. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.